Herzlich willkommen zurück zu unserer 100. Folge. Und wie versprochen, mit ein bisschen Cheaten, aber gut, das Cheaten war zum guten Zweck, weil, ne, endlich mit Tieren. Ja. Warum auch immer die Tiere nicht natürlich, also die spawnen natürlich, aber nur ultra selten. Ich habe keinen Plan, warum das so ist, aber jetzt haben wir Tiere. Ist natürlich ein bisschen blöd. Aber gut. So, sehr schön, haben wir endlich mal Tiere. Ist das geil. Vor allem haben die auch einen Schutzblock, das heißt, andere Spieler können die Tiere nicht kaputt machen. Kaputt machen, ich glaube, sind dumm. Also töten. Die Frage ist halt, die können halt selber noch Damage kassieren. Also wenn sie irgendwo hinlaufen, was für die nicht gesund ist, dann kriegen sie halt trotzdem Damage, klar. Aber deswegen habe ich ja diesen Zaun gemacht, damit die halt nur so hinlaufen können, wo sie halt Schaden bekommen. Äpfel, wir brauchen Äpfel für die Schweinchen. Jappa, yay. Ich gehe einfach so einen Apfel auf den Boden rum, ich glaub's ja. Hier mal ein paar mit. 9 Stück sollten reichen. Und dann haben wir es vielleicht geschafft. So. Rennen jetzt zu mir? Laufen jetzt zu mir? Ja. Sie haben mich anvisiert. Sehr schön. Das ist doch geil. So, du kriegst zuerst. Du bist nämlich gedamaged. Okay, sind alle grün. Sehr schön. Ach, ist doch schön. Ist doch geil. So, wenn ich hier jetzt noch mehr fütter. Oh, da brauche ich aber noch richtig viel. Weil, wie gesagt, wenn man die überfüttert, dann bekommen diese Herzchen. Ne, diese sogenannte Futtertrunkenheit. Und wenn Tiere besoffen sind, dann ficken sie wie die Karnickel. Und dann kommen gleich kleine Babys. Ist das nicht süß? Das ist so dumm. Das ist so ultra dumm. Aber okay, ist halt so. Wenn man sich fröhlich gefressen hat, was tut man denn nicht am liebsten, als mit einem vollen Magen, ja, beizuschlafen? Würde ich auch. Direkt nach einem schönen, fettigen Döner und am besten noch 3 Cokes. Erstmal richtig schön. Wir wechseln das Thema. Wir haben Tiere. Guckt euch diese Tiere an. Oh, ein Ei. Hat ihr schon ein Ei? Ja, doch, wir hatten schon ein. So, und die kann man jetzt kochen, braten, eiern. Genau, die kann man braten. Sehr schön. Kann man daraus denn noch mehr machen? Nee. Schade. Aber immerhin. Geil. Ja, wie gesagt, in naher Zukunft werden wir dann also anfangen, hier das gesamte Gebiet hier komplett abzuholzen. Und dann werden wir ein paar richtig schicke, große Gatter hinbauen. Ich wollte darauf springen. So, 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 so. Ja, Mann. Ich bin King of Baum. Genau. Wenn wir ein paar richtig große Gatter bauen, weil wir haben hier Platz en masse. Die Frage ist, wie wir die anordnen. Aber ich würde tatsächlich sagen, das Gehege vorne würde ich auf Dauer vielleicht sogar wegmachen, sondern diesen tatsächlich eher hier hinten anordnen. Wie genau können wir denn gucken? Natürlich müssen wir uns ein Lasso bauen, damit wir die Tiere irgendwo. Kann man die Tiere mit dem Lasso auch festbinden? Würde mich ja mal hart interessieren, weil bei meinem Klon geht das. Da kann man, wenn man ein Tier mit einem Lasso hat, kann man so einen Zaun bauen, dann mit dem Lasso auf den Zaun rechtsklick draufklicken und dann ist das Tier quasi halt am Zaun, ja, festgemacht. Da könnte ich nämlich hier sogar da aufbrechen, während die Tiere irgendwo festgebunden sind, kann dann das Gatter umlegen und dann die Tiere halt umfrachten. Das wäre halt noch eine recht geile Aktion. Aber wie gesagt, müssen wir erstmal komplett abholzen. Könnten wir eigentlich jetzt sogar schon anfangen mit. Ich wollte zwar eigentlich eher da hinten das, ne, die Höhle bauen, aber andererseits könnten wir auch das in Angriff nehmen. Frage ist, wie groß will ich die Gehege dann tatsächlich machen?
Möglichkeit 1, da von dem Ufer bis zu dem Ufer und dann genauso weit nach hinten, dass wir wieder sagen, okay, wir machen vier sehr große Gehege, dann müssten wir hier halt hinten relativ viel ab, ne, ebnen, einebnen, haben dafür aber auch scheiße viel Platz dann. Vor allem müssen wir halt auch sehr viel Boden abtragen. Okay, komm doch, machen wir. Ich mach's jetzt einfach so. Bevor ich noch lange rum überlege, verfolgen wir einfach genau die gerade erwähnte Strategie. Wir holzen hier alles ab. So, hier ist Ebenholz. Spaß. Hier ist Eben. Das heißt, auf der... Genau. Auf der Ebene hier trage ich auch alles ab. Das heißt, du kommst weg. Jetzt werden wir natürlich unser Inventar ganz schön voll schmeißen mit hoffenweise Scheiße. Und ich muss halt tierisch darauf aufpassen, dass wir hier nicht unsere schöne Axt zeraxten. Naja, die müssen leider wieder alle weg hier. Kein Problem, können wir später wieder aufpflanzen, anpflanzen. So. Wir bauen einen Bauernhof, wir bauen einen Bauernhof, wir bauen ja, wir bauen ja, wir bauen einen Bauernhof. Tralalala. Lasst mich, ich bin auf Crack. So, der Baum hier kommt natürlich auch weg. Der auch. Wir sagen nicht so viel mit einmal, nicht, dass wir uns hier unbeobachtet unsere Axt kaputt geht. Das wäre nicht so schön. Und immer schon alles einsammeln. Das wird uns halt hart unser Inventar unser Inventar voll klatschen. Am besten würde ich dann immer die Sachen dann gleich wegpacken in die Backpacks. Das zum Beispiel, das zum Beispiel, das zum Beispiel. Alles andere passt noch. Ja, Erde nehme ich am besten gleich mal mit hier. Ne? Kann ich solche Kacke gleich wieder auffüllen? Ach, und diese Dinger, die gehen mir halt hart auf den Sack. Vor allem, wenn ich es richtig gesehen habe, wird Plant Life sogar noch weiterentwickelt aktiv. Ich dachte ja eigentlich, Plant Life ist irgendwie tot. Ich weiß nicht, warum ich auf den Trichter gekommen bin. Das heißt, ich kann tatsächlich mal direkt im Plant Life Thread mal nachfragen, ob da vielleicht mal in Planung ist, diese, ja, diesen Baumschmuck quasi, ja, so umzumuddeln, dass der halt von selbst auch verschwindet. Das wäre mir schon ganz lieb. Oh, das geht mir halt hart auf den Sack. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem es hart auf den Sack geht. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. So, erstmal sollte ich mir mal das Gebiet hier überhaupt abstecken, damit ich überhaupt weiß, siehst du, dafür nehme ich mal meine Marker. Damit ich überhaupt weiß, in welcher Größenordnung ich das Ganze überhaupt haben möchte. So, Marker sind hier oben drin, ne? Da. So. Das heißt, folgendes. Ich möchte Baum. Warte mal ganz kurz. Ich hätte gerne halt eine Fluchtlinie mit dem Ding. Na genau, das heißt, Markierung 1 würde ich gerne da machen. Dann haben wir hier quasi eine Lücke. Da haben wir zu dem komischen Zeug eine Lücke. Und jetzt muss ich halt gucken, dass wir das Ding möglichst so bauen. Hier ist alles komplett im Land. Hier ist alles im Land. Das heißt, ich gucke jetzt mal, wie viele Blöcke sind es in diese Richtung bis zum Strand. Wie ich hier halt überhaupt nicht sehe.
Alter, auf welcher Flucht bin ich jetzt gerade überhaupt? Da. Genau. Das hier ist meine Flucht. Jetzt muss ich mal gucken. Das heißt, ich könnte hier tatsächlich so weit ran. Ich mach den Baum weg. Der muss sowieso früher oder später weg. Von daher kann auch jetzt gleich weg. Danke, lieber Baum. So. So, das heißt, wir könnten genau genommen bis hierhin. Das wären dann wie viel? 38. Jetzt ist wieder die Frage, ob das 0, also bei 0 beginnt zu zählen oder bei 1 beginnt zu zählen. Das muss ich jetzt tatsächlich erstmal probieren. Indem ich mal hier ganz freundlich das Ding hier geht sogar das Ding mal ganz freundlich wegschlage. So, okay, 1 Meter westlich. Okay, das heißt, es beginnt bei 0 zu zählen, was auch irgendwo Sinn macht, aber ich wollte es trotzdem getestet haben. Nicht, dass es dann später heißt, aha, ist doch anders und ich bin einfach nur dumm. Jetzt kommt es wieder weg. Dankeschön. So, das heißt, wenn wir jetzt da hinten unser Block hinstellen, was stand da? 38. Das heißt, wir haben eine Komplettfläche von 39. Das passt ja perfekt. Das passt ja perfekt. Easy. Gut, dann bleiben wir in dem Raster. Das heißt, wir müssten, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Genau, 38. Also wir müssen so platzieren, dass oben bei Distance steht 38-0-38. So müssen wir den zweiten platzieren. Und dann wissen wir, in welcher Größenordnung wir das ganze Ding hier abtragen müssen. Ja, sehr schön. Also bis hier. Das wird aber eine ganz schöne Menge hier. Bis dahin. Okay. Ja. 38. Sehr schön. Gut, das heißt, wir platzieren hier. Achso, und wir müssen noch eins runter. Wir dürften hier, genau, wir sind hier eine Ebene höher. Das heißt, wir müssen eins runter und dann, genau. Du kommst weg, du kommst weg. Und genau auf dieser Ebene kommt unser Zaun hin. Tada! So, jetzt haben wir hier also schon mal eine Eckmarkierung. Das ist sehr schön. Bisschen. Und auf der Höhe wird das hier alles abgetragen. Ich sollte mir dazu vielleicht eine Schippe holen. Ich habe doch, ich habe zufällig eine dabei. So. Kann irgendwas da oben rein? Nö. Oh Gott. Ja, komm. Mache erstmal schön Rahmen. Ups, ich bin viel zu weit. Haha. Ja, das kann ja mal passieren. So, jetzt müsste ich genau auf der richtigen Flucht sein. Genau.
So bin ich auf der richtigen Flucht. Das heißt, ich hätte den Baum gar nicht fällen müssen. Kann ja mal passieren. Dann pflanze ich den am besten gleich wieder hin. Die sind halt hart überfüllt. Ach, scheiß die Mandeln. Gott, oh Gott, oh Gott. Du kommst weg, sorry. Dann kommst. Die Bushleaves können allesamt weg. Das hätte ich nie im Leben brauchen. Das kann man, glaube ich, auch nicht verbrennen. Das hier kommt weg. Blumen kommen weg. So. Blätter sind wichtiger. Was? Blätter sind wichtig? Ja. Weil die kann man nämlich halt zum Verbrennen benutzen und da lohnt es sich auch, die Dinge aufzuheben, weil wir da halt auch größere Mengen bekommen. Anders als bei diesen komischen Bushleaves, da bekommen wir halt immer nur ab und zu ein paar. Und die dann aufzuheben, das lohnt sich halt absolut nicht. So. Ich sehe gerade, die ganzen Bäume gehen immer noch eins weiter runter. Das heißt, wir könnten die Bäume sogar eigentlich optisch wäre es sogar fast besser, wenn wir die ganzen Bäume einfach stehen lassen. Wäre das eine Idee? Doch, machen wir. Wir können später immer noch fällen. Dann mache ich tatsächlich einfach erstmal so, dass die Bäume tatsächlich einfach stehen lassen. Easy. Achso, na gut, hier oben kann ich das Ding eigentlich auch abmachen. Die sieht so nur unnötig scheiße aus. Das heißt. Ach, geht er wieder hin. So, wie sieht's hier aus? Okay, ich hab auch alle weg. So. So sieht's doch ganz brauchbar aus. Gut. Weiter im Text. Ja. Gelammte Erde muss jetzt hier abgetragen werden. Ja, oder die Wallfee. Oh, ich bin schon wieder voll. Das heißt, sorry, aber du kannst weg. Du kannst sowieso weg. Bush Leaves können weg. Erde werde ich ein paar Mal splitten. Ja, und den Rest hebe ich dann auf. Ich kalt schon wieder Hunger hier. Also so langsam wie diese, Quatsch. So schnell wie diese Regenbogen-Dinger auch kaputt gehen, die sind aber echt, muss man einfach zugeben, die sind verdammt schnell vom Abbauen her. Da kannst du echt nichts gegen sagen. Dann reparieren wir die Dinger auch mal wieder. Ich habe gerade nur geguckt, weil ich hatte irgendwie gerade die Befürchtung, dass die Hühner diesen Markierungsstab als Sprungchance nehmen können, um rauszukommen. Aber dafür ist der Stab viel zu hoch. Zumal ich weiß gar nicht, ob der Stab überhaupt eine Kollisionsbox hat oder ob die da einfach durchlaufen können. Dann können die Dinge nämlich auch nicht zum benutzen. So, Hammer. Wo ist der Hammer? Ich bin voll. Ich bin komplett voll. Ich könnte den Hammer sogar auch gar nicht aufnehmen. Das heißt, wir packen euch erstmal. Ja, komm, ich pack's erstmal hier rein. Sorry. Können wir später wieder ins Lager packen.
Renner mit dir. Hä? Was war da drinne? Ach, hier ist sogar noch eine Schippe. Gut, dann nehmen wir lieber erstmal die hier. Und die packen wir dann doch tatsächlich lieber wieder in unsere wunderschöne Reisetasche. So. Seit langem mal wieder die Tür zu machen, ne, damit man es nicht verlernt. Ich glaube, das habe ich schon längst, aber ist jetzt eine andere Sache. Ja, ich muss ja erstmal aufräumen, die ganzen vielen Sachen hier wegpacken. Das ist ja. Ist ja nicht so schön hier. So, hier auch. Na gut, ich mache erstmal den Sand weg. Feuer aufzuräumen bringt sowieso nichts. Oh, ich bin schon wieder voll. Dankeschön. So, gibt's ja noch mehr? Was ist denn hier los? Ist ja ein einzelner Baumstamm wohl. So, sind hier noch mehr Gebüsche? Nee, ne? Gut. Okay. Endspurt, würde ich mal sagen. Hä? Ich hab doch Stöcke hab ich doch frei. Wie kann ich den hier nicht aufsammeln? Ich hab doch gerade mal. Oh, okay. Ja, jetzt habe ich voll. Aber ganz ehrlich, Stöcker kann man halt immer gebrauchen. Von daher. Oh, das ist ein Taler. Habe ich ja echt gerade einen Taler liegen gelassen. Alter, ich habe hier alles liegen gelassen. Was ist hier los? Keine Ordnung mehr hier, oder was? Bitteschön. Sieht doch clean aus. So, sorry, du musst hier aber leider weg. Dankeschön. Guck mal hier, bei diesen Krummkräseln haben wir sogar noch die alte Textur. Lol. So. Ach, Mann. Jetzt kannst du hier auf dem jetzt hier rumschwebt, ey, das ist ja. Ich mache mir damit halt auch unnötig die Schippe kaputt. So, hier ist auch noch so ein Ding. Hier ist auch noch einer. Also Holz haben wir danach auf jeden Fall mehr als genug. Na gut, wobei die ganzen Bäume, die hier sind, fällig da jetzt alle nicht. Das heißt, die bleiben tatsächlich sogar alle hier. Aber an Holz für unser Bauvorhaben sollte es sowieso nicht schaden. Ich meine, so teuer sind ja die ganzen Zäune zum Glück nicht. Wieder voll, Alter, ich glaub das nicht. Was können wir noch auslagern?
noch mehr nicht. Nein! Ja. Und schon nicht aufgepasst. Unsere schöne Regenbogenschippe. War mal eine schöne Regenbogenschippe. Jetzt ist sie weg. Ja. Unachtsamkeit wird schnell bestraft. Für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell, aber gut. Darüber kann man streiten. Hier so ein Stein rum, glaubst ja. Nagt aber nicht dabei, ne? Gut, da bleibt er jetzt mal. So, der Satz ist gleich komplett weg. Sehr schön. Yay, geschafft. So, können wir jetzt anfangen mit dem Aufräumen arbeiten. Also das ganze Zeug hier absammeln, was hier in der Luft rumfliegt. Das Zeug hier zum Beispiel. Das Zeug hier zum Beispiel. Diesen ganzen Kladderadatsch, den keiner mehr braucht. Was ist hier eigentlich los? Ich mach mal hier zu. So. Oh, hier ist ein bisschen Sand. Hier fliegt nichts mehr rum. Hier fliegt noch. Oh, hier fliegt. So, hier fliegt auch noch was rum. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Ach Gott. Dass das diesen Entwickler nicht auffällt. Ich weiß auch jetzt gerade gar nicht mehr auf den Kopf, wer überhaupt Plant Life entwickelt. Glaube Vanessa E. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht so sicher. So, schon haben wir hinten eine riesen schön große Fläche. Ja, das hier brauchen wir leider eine Axt für. Hab ich jetzt nicht dabei. Weißt du was? Wir nehmen einfach mal ganz kurz. Ne, der bleibt da. So, dann entladen wir uns mal eben. Wie eine Gewitterwolke. Das heißt, das da rein, 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 das. Der ganze Schunddarm hier. Einfach mal viele Feuereierkuchen abladen. So, was haben wir hier drin? Weg, weg. Achso, nee, das kommt später in die Blätterkiste. Das kommt weg und das kommt auch weg. Das auch. So, der Rest kommt wieder rein. Das heißt, du kommst rein, du kommst rein, du. Kann man die? Oh, bin eh voll. So. Da la 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 la. So. Ach komm. Blaubeerblätter tue ich mal wieder hier rein. So. Okay. Das heißt, guckt sie euch an, wie die hier alle rumlaufen. Oh, die sind voll süß. Wie braucht man eigentlich schon. Ach ja, lass so weit das Ding, wo ich dieses Golddings da Monster brauche. Aber ich will trotzdem gerne mal gucken. Oh Gott, wir haben gerade mal zwei Diamanten. Kann man ein Lasso wiederverwenden? Ich hoffe. Das Problem ist halt, wir brauchen zwei Lassos. Ah, scheiße, die Wand, da kommt. Lasso. So. Ach, da brauchen wir auch wieder Kotons hier. Na, leck mich doch am Arsch.
alles. Was? Achso. Aber ja klar, einer fehlt natürlich wieder. So. Lasso. 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 Ach, stacken kann man die Dinger auch nicht. Okay. Gut, wir haben mehr als zwei, wenn wir hier eh nicht bauen, weil wir wohl nicht so teuer sind. Habe ich hier die Diamanten drin? Ne, da habe ich gar nichts drin. Lol. So. Question ist jetzt. Zuallererst aufbrechen, wenn wir natürlich das Gehege hier. Das heißt, ich werde das auch mal hier gucken. Was ist geschehen? Wo ist die Kuh hin? Rechtsklick. Ah, okay, die kommen ja ins Inventar. Was habe ich gerade getan? Moment mal. Achso, gezähmt, okay. Die Frage, sind die auch geschützt? Oder nur gezähmt? Fragen über Fragen. Ach du Scheiße, das wird ja. Mal gucken, wenn ich jetzt hinsetze. Den Namen hat sie noch. Die Frage ist halt, ist sie jetzt geschützt? Woran sehe ich das? Server, join the game. Sorry. Oh. Grant me. Aber jemand, der Server heißt, brauche ich hier echt nicht. Nein. Evoke. Chronic. Ja, ich wollte gerade wieder Walker schreiben. Andererseits kann ich den gleich beibehalten. Grant me kick. So. Kann ich haben. Ja, das ist jetzt natürlich. Behalten die auch ihre Protection? Ich weiß es nicht. Das müssten wir dann bald mal ausprobieren. Bei Zeiten. Auf jeden Fall kann man die jetzt nicht stacken. Ne? Wir haben jetzt pro Tier ein Slot. Das heißt, wahrscheinlich werden irgendwelche Metadaten dazu gespeichert. Die Frage ist halt nur, was jetzt dazu alles gespeichert wird. Das ist jetzt die Frage. Irgendwelche Leute, die sich irgendwie Server nennen, Alter, ganz ehrlich. Für das Ei haben. Gib es mir. Danke. Ich mag Eier. Tja, dann muss ich mal den echten, ne, mal ein bisschen offline testen oder mal gucken, vielleicht mache ich das jetzt sogar im Let's Play. Ob es jetzt tatsächlich möglich ist, die Tiere dann wieder anzugreifen. Weil das wäre echt katastrophal. Na gut. So, der Zaun soll dann jetzt folgendermaßen gehen. Ich brauche jetzt mal noch ein paar Zäune. Ich mache jetzt hier einfach. Wir werden eine Menge Zäune brauchen. Also. Wir werden ganz scheiße viel Zäune brauchen. Ja, komm. So, kommt ihr wieder weg. Ihr wieder dahin. Du nach da, du nach da, du nach da, du nach da, du nach da. Alles. Ja, das wird nicht reichen, obwohl könnte reichen. Ich meine, wir haben eine Spannweite von 40. Das heißt, wir brauchen 3×40 plus 3×40. Also brauchen wir 240 Zäune. Das ist schon nicht, das ist nicht gerade wenig.
Ne? Aber ich hab's doch, ich hab richtig gerechnet. 240 Zäune. Bitte Kuh, gehen Sie weg. Ich würde gerne Sie nicht hier näher be. Ach Gott, jetzt ist sie auch noch. Alter. Ich nehme mal eine Axt mit. Danke. Damit ich da mal die ganzen fliegenden Steine hier wegmachen kann. Oder die Steine, die auf dem Boden rumliegen. Warum man auch, um einen Stein aufzuheben, eine Axt braucht. Ich verstehe das nicht, aber es ist halt so. So, dann nehme ich den Stein hier. Ach komm. Wobei, der hätte ich da auch liegen lassen können. Der wäre ja mitten in der Weide gewesen. Ging ja nur da um den fliegenden Stein. Und um Steine, die halt direkt im Weg rumliegen. Wie der jetzt? Ne, der liegt. Ach, hier ist ja auch schon wieder Blätter. Oh, so viel Müll hier überall. Ja, nicht wundern, die Folge wird es wahrscheinlich ein bisschen länger. Einfach weil es so nach der Folge ist und ich deswegen jetzt nicht auf die Zeit achten möchte, so unbedingt. So, die Kühe sind gerade weg. Sehr schön, das heißt, ich kann jetzt hier, solange sie abgelenkt sind. Ha! Ha! Du warst so langsam, Biatsch! Kann ich jetzt hier einen schönen Zaun hinbauen? Was war das gerade? So. Ja, das war wunderbar. Ich dachte, Gras despawnt immer. Und nicht nur, wenn es Bock gerade drauf hat. Wir werden eine ganze... Ach, das ist ja schon wieder scheiße hier mit dem Holz. Warum connectet es immer zu Holz? Mann, das ist Bullshit. Egal. Wird nie jemand merken. So. Sehr schön. Ich glaube, wir werden noch viel, viel mehr Zäune brauchen. Ups, was ist hier passiert? Der ist ja up in the sky platziert worden. Und natürlich wieder connecten. War ja klar. Oh. Weg. Dahin, danke. Ich könnte natürlich auch sagen, ich lasse einfach alle Tiere in ein großes Gehege rein. Dass sie gar nicht voneinander logisch getrennt sind, sondern dass sie einfach halt alle hier überall rumlaufen können. Wäre das sinnvoll? Ich mach's erstmal. Ich kann es später wieder trennen, falls es nicht klappen sollte. Schnauze. So. Freiheit! Ja! Lauft alle rein! Perfekt! Sehr schön. So, mache ich hier erstmal auf. So. Wie kriege ich jetzt hier alle angelockt? Ich habe keine Ahnung. Gut, auf jeden Fall setze ich erstmal die Kühe wieder aus. Und dann gehe ich mal ganz kurz... Okay, also sogar die Farbe wird beibehalten. Ich hoffe einfach mal, dass die Protection auch beibehalten wird. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt mit dem Walker-Konto testen kann. Wisst ihr was? Grant me gift. Ich gehe einfach auf Nummer sicher, weil wie gesagt, ich weiß nicht, ob das... Es gibt halt bei solchen Mods leider viele Sachen, die nicht ganz so funktionieren, wie sie sollten. Das heißt, ich werde mir sicherheitshalber jetzt mal ein so ein Ding geben und werde den hier nochmal rauflegen. Bereits geschützt. Okay, das heißt, der Schutz wird auch mitgespeichert. Sehr schön. Cool. Dann hätte ich das aber erledigt. Das heißt, wir sind komplett gesichert. Cool. Gut, dann kann er auch wieder weg. Dankeschön. Dankeschön.
Warum auch immer ich den weggeworfen habe, ich weiß nicht, was in dem Moment gerade in meinem Kopf abgelaufen ist. Das ist halt das Problem bei diesem Ding hier, wenn man da in Gedanken einfach auf, das Ding ist halt sofort weg. Ne? Ist halt nicht so ein typisches Betriebssystem, was man fragt. Erstmal fragt, wollen Sie diese Datei wirklich löschen? Ja, nein. Sondern es ist halt einfach direkt weg. Deswegen, ich schmeiße hier andauernd irgendwelche Sachen rein. Ja. So, jetzt könnt ihr bitte hier alle weggehen. Ich würde gerne den Zaun hinten abbauen. Wäre das vielleicht mal eine Möglichkeit? So, erstmal wieder Revoke Ronix. Sehr schön. Die rennen immer wieder da hinten rein. Ich hau euch gleich. Was haben die da hinten? Was mögen die da hinten so sehr? Okay, ich lock sie einfach raus. Das heißt, ich brauche Getreide. Ich brauche Samen. Ich brauche Äpfel. Jetzt muss ich überlegen, was brauche ich noch? Eigentlich nur Samen, Äpfel, dann Getreide. Und mehr nicht. Genau. So halt. Damit ich die Zaun auch gleich wieder hinbauen kann. Och bitte, Mann, ihr macht mich gaga. Getreide. Wo habe ich denn das Getreide? Garantiert hinten in die Kisten geworfen, ins Lager. Das heißt, ich werde noch mal ganz kurz noch mal Getreide schnappen. Oh, ich brauche selber gerade ein bisschen Nahrung. Sonst sterbe ich hier gleich. So, mitkommen. Achso, ja. Danke. So, mehr brauche ich nicht. Es geht bloß darum, zum etwas haben, um die anzulocken. So. Okay. Und jetzt? Müssten alle Tiere mir sofort folgen. Da 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 Okay, die Küken kommen noch nicht aktiv. Doch, jetzt kommt er. Kommt alle zu Papi, alle zu Papi. Die Schweine sind schon raus, sehr schön. Ja, die Schweine laufen halt schon rum. Genau. Das heißt, wir brauchen uns bloß noch um die hier kümmern. Soll ich hier schnell zumachen? Ja, genau, verpiss dich. Nein, ich will nicht wieder rein. Komm. Wo bist du her? Ah, ja, komm, es gibt Leckerli für dich. Okay, sollte ausreichen. Soll jetzt ganz schnell zumachen hier. Tada! Geschlossen. Yay! Sehr schön. Die beiden Schafe sind drinne. Da ist eine Kuh, die andere Kuh ist da hinten. Da sind doch die beiden Chicken und die beiden Pigs waren sowieso im Lager, im Feld. Die müssen also auch irgendwo rumlaufen. Ich sehe sie nur gerade nicht. Scheinbar ist das Feld halt mittlerweile so groß, dass die Sichtweite gar nicht ausreicht, um das ganze Feld mit einmal zu überblicken. Genau, hier hinten sind die beiden. Warum auch immer die hier hinten in die Ecke rennen, reagieren die auf die Äpfel, die auch hier rum. Kann das sein, dass sie auch zu diesen Blöcken hinlaufen und nicht nur, wenn ich die selber in der Hand habe? Weil, guck mal, die laufen hier konsequent in die Richtung. Bitte gut, hier sind auch Äpfel, ja, aber wer weiß, wie die gesteuert sind. Wobei, der rennt jetzt wiederum weg.
siehst du, ist ja eigentlich alles geschützt. Ha! Obwohl doch, muss ich, ja, ja, doch, ist ja alles in der Area drin. Ich habe ja damals meine Area extrem groß angelegt. Ne, damit wir hier, wenn wir bauen, nicht darauf achten müssen, ob auch wirklich alles protected ist. Sondern damit wir einfach davon ausgehen können, dass halt alles protected ist. So soll es auch normalerweise sein. Ja, dann haben wir jetzt alles hier in dieser ganz großen Weide drin. Ich hoffe mal, die verletzen sich nicht gegenseitig. Weil wir haben ja gesehen, zum Beispiel bei den die Hasen, dass die vor diesen Pigs weglaufen. Jetzt weiß ich nicht, ob die Tiere sich gegenseitig auch feindlich gesinnt sind. Ich glaube mal, wenn es so wäre, dann hätten die sich bereits schon längst angegriffen gegenseitig. Von daher hoffe ich einfach mal, dass die alle hier miteinander friedlich klarkommen. Ja, ich hoffe es einfach. Was ist das süß? Haben wir eine richtig kleine süße Farm? Oh. Gut, wie gesagt, die Sichtweite ist halt ein bisschen niedrig, ne? Wenn ich auf der einen Seite stehe, dann sehe ich die Tiere auf der anderen Seite gar nicht mehr. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man speziell ne, Tiere sucht oder ähnliches. Aber wir haben jetzt eine richtig schön große Koppel. Ist das geil. Ja. Genau so soll das sein. So, was ich jetzt noch gerne machen würde, ist in der Mitte so ein kleines Fadenkreuz. Oder zumindest irgendwie eine Markierung, damit ich weiß, wo hier die Mitte ist, für zukünftige Bauten. Eins, zwei, waren 38, 37, heißt also immer 18. 1, 2, 3, 4, 5, ach, ich mach mir einfach. Du darauf. Jetzt müsste das Gegenstück da genau bei 38, 38 sein. Genau. Das heißt, ich muss das Ding jetzt so platzieren, dass er bei 16, 16 ungefähr landet. 16, 16? Nein, 19, 19. Noch ein bisschen weit, also noch 4 Blöcke. 1, 2, 3, 4. Perfekt. So, jetzt kommt da, da, da und ich. Hier so ein Ding hin und das ist, wer weiß ich, in der Zukunft immer, wo hier die Mitte ist. Ich könnte mir eigentlich hier auch einen Homepoint setzen, dann kann ich immer hier reingehen. Set Home. Achso, halt. Ist ja ein Befehl. Set Home Farm. So, Home Farm Set. Sehr schön. Dann muss ich mich nicht immer durchs Gehege kloppen. Weil, wie gesagt, es gibt halt nicht diese Gatter für diese Mod, für diese Zaunart. Das heißt, wenn ich jetzt den Gatter hinsetzen würde, müsste ich dafür dann wieder zwei Gatter übereinander setzen. Was halt optisch gesehen total scheiße aussieht. Ja. Wer weiß, vielleicht bauen wir hier doch irgendwann zwei Blöcke hohes Gatter überall hin. Hatte zwar eigentlich ne, das so auch vorgehabt, aber naja, es wäre halt auch schön gewesen, wenn es tatsächlich so geklappt hätte. Ja, aber leider gibt es hier keine Gatter für diese Zaunart. Oh, überall Tiere, guckt euch diese ganzen Tiere an. Yay! Wir haben Tiere. Holy shit. Was wir tun könnten? Blöcke. Warte kurz, warte. Wow. Kann man Strohblöcke nur aus dem... Danke. Kann man Strohblöcke nur aus dem normalen Strom machen oder gibt es da auch... wahrscheinlich gibt es Strohblöcke wirklich nur für das normale. Farming. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie komme ich da am dümmsten hin. Ja, es gibt nur Stroh für dieses normale. Okay, es gibt auch noch Hap-Blöcke, was auch immer Hap sind. Achso. Diese Hanf könnten wir auch mal anbauen. Haben wir Hanf irgendwie hier rumfliegen? Nee, ne? Oh, egal. Hanf brauchen wir sowieso nur für Öl, glaube ich. Sonst kann man mit Hanf nichts machen. Ja, das heißt, wir werden dann später mal irgendwie so eine Heuballen dann irgendwie noch bauen, wenn wir ganz schön viel Stroh haben.
Dann können wir hier in der Mitte auch noch so irgendwie so ein bisschen, ne, überall so ein bisschen Stroh hinmachen, ein paar Teiche hinmachen. Dass das Ganze noch ein bisschen lebendiger wirkt, dass Tiere auch Nahrung und Wasser haben. Also Nahrung und Trinken. Also Trinken ist ja Nahrung. Also ihr wisst was. Also was zum Trinken und was zum Essen haben. So. Wisst ihr was? Machen wir jetzt gleich. So. Machen wir jetzt gleich. Wie gesagt, die Folge hier ist ein bisschen eingeplant mit Überlänge, von daher. Ja, Inventar aufräumen tue ich heute aber nicht mehr. Das verschiebe ich dann tatsächlich aufs nächste Mal. Ihr kommt erstmal hier rein, beziehungsweise ich würde euch gerne tatsächlich komplett gesondert behandeln. Das heißt, da rein. Einfach, weil das ja wirklich sehr spezielle Items sind. So, und dann brauchen wir Stroh. Ganz viel Stroh. Und Nahrung. Achso. Wir haben die Globe noch bei uns. Wo sind sie? Da sind sie. Gut, kann man jetzt essen. So. Gras, komm bitte weg. Brauche ich gerade nicht. Ja, das heißt, vielleicht werden wir uns mal für den normalen Stroh dann hier doch mal noch ein zusätzliches Feld anlegen. Einfach damit wir mal ein paar von diesen Strohballen machen können. Halt für Optik und so, ne? So, der ist gerade mittlerweile wieder leer. Sehr schön. Das klappt also alles. So. Du da rein und jetzt war es drei, ne? Machen wir einfach mal so hier. Das klappt schon mal nicht. Das klappt auch nicht. Okay. 17, 17. Her damit. Rest kommt jetzt nicht wieder rein. Haben wir 51 Heuballen. Sehr schön. So, dann brauchen wir. Einmal müssen wir eigentlich auch haben. Habe ich meine Schippe dabei? Ja, ich habe eine Schippe dabei. Wie gesagt, dann machen wir doch noch einen richtig schönen Teich hin. Ich nehme aber sicherheitshalber noch eine Axt mit, weil der Teich sollte ein bisschen tiefer sein. Ach so, scheiße. Ha, halt. Teich. Die Frage ist, ich weiß immer noch nicht, ob die Tiere wasserresistent sind. Ich glaube, das mit dem Wasserteich lasse ich dann doch erstmal. Weil, wie gesagt, nicht, dass die dann da, sobald sie da drinnen sind, das tatsächlich Schaden nehmen. Das wäre richtig kacke. Das heißt, machen wir anders. Ich werde. Wir hatten hier doch irgendwo diesen Wasseraufsteller, ne? Wo war denn der Wasseraufsteller? Oder war das damals in unserem Mindclone-Special Let's Play? Ja, weil hier haben wir keinen Wasseraufsteller. Gut, Wasser. Gibt's auch gar nicht. Es gibt einen Wasserkanister und das war's. Gott, wie kriegen wir raus, ob die Tiere Wasser aushalten, ohne dabei ein Tier umbringen zu müssen? Okay. Für die Wissenschaft. Give me Mops Co. Und Revolve Chronix Give. So. Wir packen das Viech einfach mal hier rein und gucken mal, ob es tatsächlich Schaden nimmt. Ach so, wir sehen jetzt gar keinen Namen. Grant me give, kreativ, voll falsch geschrieben, kreativ. So, Mobs.
Ich brauche einmal dich und einmal dich. Okay, jetzt ist es gelb. Aber wie gesagt, das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist, dass es halt hier im Wasser stirbt. Aber ich hoffe mal, er wäre es bereits gestorben. Weil ich weiß halt immer noch nicht, warum nicht da hinten die Kuh letztens, die da hinten irgendwo war, gestorben ist. Das weiß ich halt nicht. Aber scheinbar scheinen die Wasser auszuhalten. So, jetzt hat sie 4 von 20. Warte mal ein bisschen. Ich nehme mir mal so lange schon mal die ganzen Berechtigungen weg. Oh, komm jetzt. So, Revoke GIF und Revoke Kreative. Sehr schön. So, wenn ich jetzt nochmal raufschlage, müsste ich nur noch 2 haben. Passt. Okay, das heißt, sie nehmen tatsächlich keinen Schaden. Sehr schön. Ach, her damit. Okay, das heißt, wir können das doch machen mit dem Teich. Sehr schön. Wie gesagt, da ist halt die Frage, warum die Kuh da hinten, die, ne? Also nicht vorhin, das war in der für euch gestrigen Aufnahme. Da hatten wir eine Kuh gehabt, die da hinten gespawnt war. Die ist dann aber auch einfach wieder disappeared. Und ich weiß nicht warum. Aber scheinbar können wir doch einen Teich bauen. Wir haben nur einen einzigen Eimer. Warum haben wir nur einen Eimer? Das macht keinen Sinn. Normalerweise baue ich immer gleich 2 Eimer. Na gut. Achso, wahrscheinlich hatte ich den hier explosiv damals für die Lava gemacht. Das könnte sein. So, halt, ich wollte noch eine Axt mitnehmen. Eine Axt und ein bisschen Erde, falls wir beim Teichgraben auf Lava stoßen. Auf Lava. Auf Stein. So, das heißt, das ganze Zeug kommt hier weg. Hier kommt zum Beispiel Stroh hin. So. Witzig, das heißt, ich werde jetzt immer direkt im Stroh spawnen. Ja, geile Kacke. Kann dieser Baum nicht einfach mal verschwinden hier? Sieht auch so gut aus, aber doch. Sollte passen. Zur Not könnte ich den noch ein bisschen größer machen. Da so. So, dass das ein richtig schöner Haufen ist, oder ist Baum. Könnte ich jetzt hier machen und da und da. Da und da und da. Da, da. Und dann da. Ja, diese richtig schönen großen satten Haufen. Voller Scheiße. Sieht das noch gut aus? Doch, sieht gut aus. Ne, da sieht scheiße aus. Sieht das gut aus? Ne, sieht doch kacke aus. Ich lasse es mal so und mache hier vielleicht noch ein bisschen, schöner so ein bisschen Stroh hin. So, hier ein bisschen so einen Baum angelehnt. Oh. Ja, so ungefähr. So ist gut. Okay. So, und jetzt kommt hier vielleicht dann auch noch direkt ein kleiner Teilchen.
So. Tada! Ein wunderschöner Teich. Und wir drin ertrinken Tiere. Dann sitzt aber. Ich habe echt immer noch Angst, dass wir drin Tiere ertrinken. Naja, wir werden mal ab und zu vorbeigucken, ne? Und dann werden wir sehen, ob denn irgendwie es langsam weniger Tiere werden oder ob hier irgendwie welche Fleischklümpchen drin rumschwimmen. Ich hoffe es nicht. So, die Sache ist auch außerdem, dass wir jetzt mittlerweile so weit weg sind, dass die Tiere sowieso außerhalb des aktiven Bereichs sind. Das heißt, sie dürfen sich eigentlich sowieso gar nicht bewegen. Gut, dann sollte es das jetzt auch für heute gewesen sein. Lange genug. Ja, dann haben wir eine richtig schöne kleine Weide gebaut. Als kleines Special für die 100. Folge. Ist mittlerweile fast eine Stunde lang geworden. Heilige Kacke. Ja gut, kann ja mal passieren. Herzlich willkommen zurück zu unserer 100. Folge. Einfach mal die Fresse halten, Junge. So, ja. Boah, jetzt sogar über eine Stunde. Holy shit. Na gut, in dem Sinne würde ich dann mal sagen, schau mit V und dann sehen wir uns dann morgen zur, ja, ersten Folge Bejoy. Also 101 halt, ne? Ja. Bis dann.